Hallo, ich möchte dir heute zeigen, wie man ein Menschenleben retten kann. Bevor man das aber tut, ist es wichtig zu beachten, dass man sich selbst nicht in Gefahr begibt. Das bedeutet, wenn ich jemanden auf der anderen Straßenseite liegend vorfinde, dass ich nicht einfach über die Straße laufe, bevor ich links oder rechts geschaut habe. Das bedeutet, achte auf deinen Selbstschutz. Wenn wir uns bei der Person befinden, die am Boden liegt, möchten wir überprüfen, ob sie vielleicht nur schläft oder vielleicht gleich direkt auf Ansprache reagiert. Um das zu überprüfen, gehen wir zu der Person hin und sagen: Hallo, hallo, was ist los? Wenn die Person nicht reagiert, ist es wichtig, rasch Hilfe zu holen. Das bedeutet, wir rufen laut: Mama, Papa oder unsere Schwestern, Brüder, die Frau Lehrerin in der Schule oder den Herrn Lehrer. Wenn aber momentan niemand hier ist, dann ist es wichtig, rasch die Rettung zu rufen. Wenn die Frau Lehrerin oder der Herr Lehrer in der Schule gleich da ist oder ihr zu Hause seid und eure Eltern da sind, dann werden die euch helfen und sie werden dann die Rettung rasch rufen. Wenn ihr aber alleine seid, bitte ruft rasch die Rettung. 1, 4, 4. Drei wichtige Zahlen. 1, 4, 4. Bitte merkt euch das. Wenn ihr bei der Rettung anruft, hebt eine Frau oder ein Mann ab. Sie sind sehr freundlich und sie werden euch fragen, wo ihr euch befindet, damit rasch ein Rettungsauto zu euch geschickt werden kann. Sie werden euch auch noch ein paar andere Fragen stellen. Wer ist vor Ort? Wer ist verletzt? Oder wer ist von einem Notfall betroffen? Die Rettung kann euch aber auch in anderen Situationen helfen. Wenn die Person auch noch mit euch spricht, wenn sie stark verletzt ist, wenn sie sehr schwer erkrankt ist. Die Rettung erklärt euch dann Schritt für Schritt, wie ihr weiter vorgeht. Ihr legt die Hand auf den Brustkorb. Ihr konzentriert euch darauf, ob die Person normal atmet oder nicht. Ihr könnt spüren, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Ihr könnt vielleicht auch ein Lebenszeichen sehen, wenn sich Arme oder Beine auch bewegen. Wenn ihr aber nichts spüren oder sehen könnt, gehen wir davon aus, dass die Person nicht normal atmet. Wenn die Person nicht normal atmet, schlägt ihr Herz nicht. Nur mit der Herzdruckmassage können wir Leben retten. Die Herzdruckmassage unterstützt das Herz und hilft, dass es wieder zu schlagen beginnt. Idealerweise entkleiden wir die Person, knien direkt neben dem Brustkorb, beugen uns über den Brustkorb, strecken die Arme durch, verstrengen die Hände ineinander und legen die Hand auf das Brustbein. Das Brustbein befindet sich hier in der Mitte unseres Brustkorbes. Es geht von hier oben, ihr könnt das spüren, bis hier hinunter. Auch diese Stelle könnt ihr spüren. Links und rechts vom Brustbein gehen die Rippen weg und zusammen bilden sie den Brustkorb. Damit die Herzdruckmassage ganz effektiv durchgeführt werden kann, so gut wie möglich, müssen wir die Hände direkt auf den Brustkorb legen. Ich wiederhole es nochmal. Wir beugen uns über den Brustkorb drüber, strecken die Arme durch, verschränken die Hände ineinander und legen die Hände auf den Brustkorb. Dann drücken wir den Brustkorb 5 cm tief ein und entlasten danach wieder den Brustkorb. Ihr habt gesehen, ich habe den Brustkorb tief eingedrückt und wieder komplett entlastet.
komplett entlasten bedeutet, dass der Brustkorb wieder in die Ausgangshöhe zurückgeht. Dabei habe ich aber nie den Kontakt verloren. Das bedeutet, wenn ich meine Hände drauflege und die Herzdruckmassage durchführe und in die Ausgangsposition gehe, dann bleiben meine Hände in Kontakt mit dem Brustkorb. Bei der Herzdruckmassage ist es wichtig, dass die Arme komplett durchgestreckt sind und dass wir das Gewicht unseres Oberkörpers dazu verwenden, den Brustkorb tief einzudrücken. 5 cm. Ihr denkt euch bestimmt, 5 cm ist sehr tief. Das ist ungefähr so viel. Aber so viel ist notwendig, denn nur wenn wir diese Tiefe erreichen, schaffen wir es, das Herz wieder in Gang zu bringen. Und keine Sorge, ihr könnt den Brustkorb nicht verletzen. Der hält viel, viel mehr aus. Und wenn wir die Herzdruckmassage nicht durchführen, können wir das Leben nicht retten. Deswegen tief drücken und jedes Mal komplett entlasten. Und das machen wir mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Mal pro Minute. Wenn sich mehrere Personen vor Ort befinden, vielleicht auch welche, die kräftiger sind als ihr, dann können auch die Herzdruckmassage durchführen. Ihr könnt auch eurem Onkel, der vielleicht nicht weiß, wie man die Herzdruckmassage durchführt, erklären, wie das funktioniert. Denn auch das ist erste Hilfe. Wenn ihr selbst aufgrund eines gebrochenen Arms das nicht durchführen könnt, sagt einer anderen Person, wie das funktioniert. Denn jetzt wisst ihr auch, wie das funktioniert. Jetzt habt ihr gelernt, wie man erkennt, ob jemand normal atmet oder nicht. Und wie wichtig es ist, rasch mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Ihr habt gesehen, die Herzdruckmassage ist kinderleicht. 5 cm tief eindrücken, komplett entlasten, durchgestreckte Arme und das mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Mal pro Minute. Das ist recht flott und auch recht tief, aber das ist wichtig, denn nur so können wir Leben retten. So, jetzt habe ich dir gezeigt, wie man Leben retten kann und wie einfach die Herzdruckmassage ist. Zeige es deiner Familie und deinen Freunden, wie es funktioniert und erzähle ihnen, dass es wichtig ist, dass auch sie Hilfe leisten, wenn es erforderlich ist. Wenn ihr aber so ein Modell in der Schule habt, dann befindet sich der Druckpunkt genau hier. Der Defibrillator. Habt ihr dieses Zeichen schon einmal gesehen? Das ist das Defi-Zeichen. Das ist überall auf der Welt gleich. Dort, wo sich ein solches Zeichen befindet, befindet sich auch ein Defibrillator. Das ist ein Defi. Es gibt viele verschiedene Defis, aber sie haben alle eines gemeinsam. Sie dürfen von jeder Person verwendet werden. Egal, ob du eine Einschulung bekommen hast oder nicht, jeder und jede darf diesen Defibrillator verwenden. Es ist ganz, ganz einfach, diesen Defi zu bedienen. Jeder Defi hat einen grünen Knopf und wenn ihr diese Taste drückt, erklärt euch der Defi, was zu tun ist. Und dann folgt ihr den Anweisungen. Ja, ich bin Arzt und ich habe schon sehr, sehr oft reanimiert. Die erste Reanimation war vor circa 17 Jahren und ich war damals ziemlich nervös. Ich hatte zum Glück sehr erfahrene Kollegen neben mir und ich konnte mich dann während der Herzmassage nochmal ganz genau an den Unterricht erinnern und wir haben das damals sehr, sehr oft wiederholt, die Herzdruckmassage und auch diese wichtigen Botschaften, Eindrucktiefe, Entlastung und auch die Geschwindigkeit. Und das regelmäßige Üben hat mir sehr geholfen, trotzdem souverän die Herzdruckmassage durchzuführen.